Du willst einen Roller ausleihen in Südostasien? Das musst du beachten. Suche bei Google nach einem gut bewerteten Rollerverleih und vergleiche die Preise. Die Preise findest du meistens in den Bewertungen. Falls du dir den Roller beispielsweise für eine ganze Woche ausleihst, kannst du meist immer den Preis verhandeln. In Ländern wie Thailand, Malaysia oder Vietnam musst du meistens für den Rollerausleihen Pfand erlassen. Das heißt, du lässt entweder deinen Reisepass da oder ein Pfand in beispielsweise Höhe von 50 Euro. Nach deinem Führerschein fragt meistens keiner. Mach unbedingt Fotos von deinem Roller, um nachzuweisen, dass Kratzer, die vorher schon waren, nicht von dir sind. Meistens sind die Roller nicht mehr die neuesten, deswegen überprüfe unbedingt beide Bremsen und den Reifendruck. Trage unbedingt einen Helm und fahre wirklich nur, wenn du dich sicher fühlst, denn der Verkehr in Asien ist ganz anders. Letzter wichtiger Tipp. Beachte, die Roller in Asien haben meistens 125 Kubik. Das heißt, wenn du einen Autoführerschein hast, darfst du Roller nur mit 50 Kubik fahren. Im Worst Case, wenn du einen Unfall baust, bist du ohne Führerschein gefahren.